Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die meisten Fragen bekomme ich zu Produkten. Klar, ich stelle ja auch extrem viele Produkte vor, aber meist so in, wie kombiniere ich Produkt XYZ? Wie setze ich Produkt XYZ ein? Ich werde dazu mal noch ein eigenes Video speziell für No-Produkte machen, weil der Algorithmus denkt, ich bin die Ansprechperson, was No-Produkte betrifft, was ja eigentlich die Marke sein sollte. Das ist wahnsinnig. Und dadurch kriege ich wahnsinnig viele Fragen. Und da habe ich mir schon überlegt, irgendwie so eine Art Fußnoten-Video zu machen, was ich halt dann eben unter solche Fragen dann einfach posten kann. Denn es ist halt einfacher, sowas zu zeigen, als kurz zu schreiben. Ja. Legen wir los mit meiner Morgenroutine. Und ich habe ein Produkt, was neu ist, was ich gerade ein bisschen teste, was ich noch nicht vorgestellt habe. Es könnte sein, dass es als nächstes Produkt kommt. Seid gespannt. Kommt gleich. Was nicht so neu ist, ein Oldie but Goldie. Ich benutze es schon ewig, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Formulierung von dem Produkt ein bisschen anders geworden ist. Macht DM gerne, aber auch Isana und Co. Wenn sie die Verpackung von was ändern, dann ist meistens auch die Formulierung vielleicht ein bisschen anders. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist dünner geworden. Ich weiß auch nicht. Ich habe es ein bisschen anders in Erinnerung einfach. Ist trotzdem ein saugutes Waschgel, nicht falsch verstehen. Ich habe jetzt ja ganz lange das mit AHA und PHA von Valea. Ich habe es jetzt schon so lange nicht mehr benutzt. Also es sind auf jeden Fall Säuren drin und ist aus der Expert-Reihe und ultrasensitiv. Ist halt ganz gut, wenn du irgendwie Inhaltsstoffe in deiner Routine drin hast von Serien, die Säuren nicht mögen. Dann würde ich auf sowas zurückgreifen. Und das mag ich echt gerne. Ich werde es mir jetzt auf jeden Fall auch nochmal nachkaufen, weil mir das gerade ein bisschen mehr gefällt als das mit den Säuren. Weil Säure nutze ich ja auch noch extra auf dem Gesicht. Ich will es also gerade nicht im Waschgel haben. Wer das nicht kennt, unbedingt mal ausprobieren. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die Reinigung muss nämlich nicht teuer sein. Nach der Reinigung gibt es eine Regel. Oder auch Regeln gibt es eigentlich im Endeffekt nicht. Aber wenn du einen Toner verwenden möchtest, dann mach es nach der Reinigung. Das ist der Liquid Moisturizer. Würde ich jetzt so nicht mehr nachkaufen. Ich habe festgestellt, dass mir Isana Pure, dieser Toner, besser gefällt. Ne? Also ist wesentlich besser wie der hier. Würde ich so nicht mehr, wirklich nicht mehr nachkaufen. Ist trotzdem ein gutes Teil. Falls du das noch nicht ausprobiert hast, gibt es auch für wenig Geld bei Rossmann. Toner müssen wirklich nicht viel Geld kosten. Ne? Ich sage immer, kombiniere dir eine recht günstige Skincare-Routine und vielleicht so ein, zwei teure Goodies. Es muss echt nicht teurer sein. Und ihr bekommt inzwischen so viel in der Drogerie, das hat mega gut. Da war es bis jetzt immer so, dass ich irgendwie den Applikator nicht so toll fand. Im Moment verwende ich den halt, weil ich ihn leer machen möchte, weil er eben auch in der Aufbrauch-Challenge drin ist. Aber es gibt für mich halt wirklich so vom Feeling her, gibt es bessere und Isana Pure gefällt mir definitiv im Moment viel besser. Ich verwende meistens, also wenn es schnell gehen muss, halt wirklich nur reinigen am Morgen, Toner drauf und Sonnencreme. Na, also in den seltensten Fällen verwende ich ein Serum. Da halte ich es wirklich relativ kurz, weil durch die Sonnencreme, die man aufträgt, wird das Gesicht eh ein bisschen speckig. Und da versuche ich immer so minimal, wie es nun geht, vorzugehen. So gib ihm am Abend das schon eher, aber morgen muss ich halt erst so ein bisschen gucken. Muss auch nicht sein. Und habe ich noch gar nicht vorgestellt, werde ich aber noch vorstellen, weil es ein gutes Produkt ist. Bakuchiol Retinol von Isana. Mehr ist nicht immer mehr. Ne? Also du brauchst gerade vom Retinol brauchst du nicht so viel. Ich mag das ganz gerne. Es ist allerdings trotzdem nicht ein Lieblingsprodukt von mir. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Da würde ich eher wieder zu dem Retinol von No greifen. Das ist natürlich ein bisschen teurer. Das ist, glaube ich, doppelt so teuer.
Wir haben hier 5,99 € nach jetzigem Stand. Also es ist halt echt ein guter Preis und lohnt sich wirklich mindestens einmal ausprobiert zu haben. So ganz in meine Routine hat das irgendwie nie so richtig geschafft. Es gibt so Produkte, die sind zwar gut, aber irgendwie kriege ich die nicht in meine Routine rein und das ist halt auch so ein Produkt. Ganz so voll ist das Fläschchen nicht mehr. Ich werde es aber auf jeden Fall doch auch noch vorstellen. Habe ich bis dato noch nicht gemacht, aber habe ich schon ein bisschen länger. So, das neue Produkt, die neue Sonnencreme, das neue Sonnenfluett. Und da möchte ich ein extra Video machen. Ich habe jetzt 3 Tage habe ich es jetzt verwendet oder 4 Tage habe ich es verwendet, bis meine Hand das Fluid 30 Milliliter. Und wir wissen ja, 1 Gramm sollte halt schon aufs Gesicht. Du kannst davon einen Teelöffel auftragen. Dann bist du ungefähr bei 1 Gramm, hast du eine eigene Briefwaage, misst es auf jeden Fall ab. Meine Briefwaage ist unten in der Infobox verlinkt. Die gibt es auf Amazon. Kann ich wirklich empfehlen. Ich misse jetzt meinen Sonnenschutz nicht immer ab, aber ich will halt mindestens einmal sehen, wie ungefähr die Menge ist. Und dann gehe ich nach Pi mal Daumen. Das reicht dann auch. Das soll hier ein ganz leichtes Produkt sein. Deswegen habe ich es auch ausprobiert. Das ist ganz schön formuliert. Visan sticht heraus, dass sie halt einen sehr hohen UVA-Schutz haben. Gerade bei ihren Cremes, was fürs Gesicht da ist. Aber es ist ja meistens so, wenn du einen hohen Lichtschutzfaktor hast, also einen hohen UVA-Schutz hast. Du kriegst übrigens den UVA-Schutz, kriegst du raus, indem du halt jetzt hier in dem Fall die 50 durch 3 teilst. Ne? Aber die stechen meistens immer noch heraus, dass sie ein bisschen mehr haben, ne? Und die geben das auch an. Der hat ein bisschen weniger, was ich mir auch schon gedacht habe, weil es ein bisschen, ja, es wird auch damit Werbung gemacht, dass es ein Fluid ist, dass es nicht so dick ist auf der Haut. Und jemand wie ich, der halt eher eine fettige Mischhaut hat, der greift halt gerne zu so einem Produkt. Das suggeriert mir zu sehr, muss ich an der Stelle sagen. Das hat so eine ganz komische Spitze. Das suggeriert mir zu sehr, ich bin klein und von mir braucht man nicht so viel. Also, ich finde es nicht ganz so gut, ne? Also, wenn jemand sich nicht auskennt, wie jetzt zum Beispiel wir hier, und nicht weiß, dass man halt mindestens 1 Gramm auftragen soll und da halt wirklich nicht mit sparen soll, der denkt sich halt durch die feine, feine Spitze und die kleine Flasche, ah, mir reicht das. Und das sieht man so oft, auch bei berühmten Leuten. Also, ich dachte auch lange genug, ich brauche keinen Sonnenschutz für die Haut. Ja, aber ist halt nicht so. Und der beste Anti-Faltenschutz, naja, irgendwann wird es dich schon erwischen, aber das Beste, was du für deine Haut im Gesicht tun kannst, besonders als Frau, ist, früh genug mit sowas anfangen. Mal von der Hautkrebsfürsorge, Vorsorge, nicht Fürsorge, Hautkrebsvorsorge abgesehen, das ist halt wirklich immens wichtig. Und ich verstehe halt nicht, warum Marken immer nur mit diesen 50 werben. Der UVA-Schutz ist halt auch wichtig und das macht Visan. Ich mag die Marke, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die wurden von vielen Produkten inzwischen überholt. Sie waren für mich damals ein Vorreiter, als die Sachen rausgekommen sind. Aber inzwischen, es gibt sie bei DM, inzwischen laufen sie bei mir eher unter teuer. Also man kann andere Produkte verwenden, die nicht ganz so teuer sind. Nichtsdestotrotz, wenn du noch nie ein Visan-Produkt ausprobiert hast, probier das mal aus. Aber hier, das ist teuer. Denn sind wir mal ehrlich, wenn ich jetzt jeden Tag davon 1 Gramm auftrage, habe ich 30 Tage, es sind 30 Milliliter drin und dann ist die Packung leer. Ne? Und ich habe 13 € oder so bezahlt. Das ist halt schon. Dazu wird es ein extra Video geben. So ein kleines Produkt habe ich, glaube ich, noch nie vorgestellt. Hey, das ist echt mega. Aber es ist halt auch, hat auch sein Positives. Ne? Also wenn du in Urlaub gehst, so ein kleines Flaschilein einpacken fürs Gesicht, ist halt auch mega gut. Könnte fast eine Probe sein. Ne? Das ist so krass. Das ist richtig krass. Also sich da bitte nicht verarschen lassen, denn trag 1 Gramm auf und 1 Gramm musst du auftragen und da musst du halt schon ein bisschen was rauslaufen lassen. Auch wenn der Applikator
recht fein daherkommt. Ja, das ist meine Routine, die ich im Moment habe. Ich nutze diese Videos immer so ein bisschen, um einfach auch zu zeigen, wie man welche Produkte kombinieren kann. Und ich werde mal ein spezielles No-Video machen, wie man Produkte kombinieren kann. Und vielleicht auch zu anderen Marken mal gucken. Ich sage an der Stelle danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.